Du bist zuverlässig. Du liebst FIFA. Du meinst, du bist ein richtig guter Spieler auf der PlayStation 4. Und du bist gleichzeitig noch der Meinung, dass du uns, vier YouTuber, schlagen kannst. Du bist der Meinung, dass du besser bist als wir, die du normalerweise schaust. Dann ist das jetzt deine Chance, an der Tesla WM teilzunehmen. Du hast die Chance, gegen uns anzutreten und bei einem Community-Turnier teilzunehmen. Das ist deine Chance, also nutze sie auch. Servus Leute, Flo ist am Start vom Kanal TestuBeFürTV und erstmal riesen Dankeschön an alle, die das Video hier jetzt nachher bekommen werden. Zum einen Styler, dann Daniel HSV und zu guter Letzt noch Seven Freak. Freut mich mega, dass ihr hier mit am Start seid bei der Tesla WM. Und ja, ich will eigentlich euch nur noch ein paar Sachen erklären, wie ihr teilnehmen könnt und ja, was ihr machen müsst, um teilzunehmen. Einfach ganz knapp und kurz. Wir fangen, würde ich sagen, direkt an. Erstmal zu den Teilnahmebedingungen. Also mir persönlich selber ist es wichtig, dass ihr ziemlich zuverlässig seid, damit wir hier auch einen reibungslosen Ablauf haben. Und ja, das wäre mir auf jeden Fall ziemlich wichtig. Dann bräuchtet ihr natürlich noch eine PS4, damit ihr dementsprechend gegen uns antreten könnt. Und zu guter Letzt hat es noch einen kleinen Punkt, wo ihr euch eventuell registrieren müsstet, würde aber nichts kosten. Und zwar bräuchtet ihr ein Skype-Konto, einfach aus dem Grund, damit ihr mir das ganze Zeug zuschicken könnt. Denn ich möchte, dass ihr die Spiele immer aufnehmt und mir dann über Skype zukommen lasst, dass ich da jedes Mal aus jedem Gruppenspiel oder jeder Phase des Gruppenspiels ein Best-of schneiden kann. Das also quasi müsst ihr mitbringen, Zuverlässigkeit, eine PS4 und ein Skype-Account. Alles weitere werdet ihr dann noch erfahren. Zum Turnier selber komme ich dann jetzt. Und zwar sind vier Gruppen gebildet. In der Gruppe A beispielsweise, das müsst ihr jetzt im Hintergrund sehen, da bin ich dann mit dem FC Liverpool und dann werden noch drei zugelost. In der Gruppe B ist Styler mit der Mannschaft Real Madrid. In der Gruppe C ist dann Seven Freak mit Barcelona, wo natürlich auch nochmal jeweils drei Stück zugeteilt werden. Und zu guter Letzt in der Gruppe 4 ist Daniel HSV mit Manchester City. Es gibt natürlich noch unendlich viele Vereine, die euch zugelost werden können. Darunter die Bayern, Dortmund, PSG. Also wirklich verdammt viele gute Vereine. Wir haben schon geguckt, dass da überall ungefähr das gleiche Rating da ist. Ich bin da mit Liverpool, wenn man mal die Mannschaften anguckt, am Anfang auch sogar noch ein bisschen der schlechtere Durchschnitt. Aber mir war das egal, ihr kennt mich. Also alle, die mich kennen, ja, Liverpool ist mein Verein. Aber das, darum soll es nicht gehen, soll nur ein Infovideo sein. Wenn ihr jetzt Interesse habt und Bock darauf habt, dann schreibt gerne bei dem jeweiligen YouTuber, wo ihr seid. Also sei es bei mir, bei Styler, bei Seven Freak oder bei Daniel HSV. Schreibt gerne drunter den Hashtag TeslaWM, dann wissen wir, okay, ihr habt Bock teilzunehmen. Und dann werden wir in der nächsten Zeit auch auslosen, wer jetzt in welche Gruppe kommt. Und ja, dann werden wir dazu nochmal ein Video machen. Das sei jetzt schon dazu gesagt, ich möchte das gar nicht unnötig lange in die Länge ziehen. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut, Leute, und auch an die drei Styler, Daniel und Seven Freak. Danke, dass ihr da mitmacht. Freut mich auf jeden Fall mega und ich bin mega gehypt drauf. Ich habe richtig, richtig Bock. Und wie gesagt, wenn ihr das im Intro schon gesehen habt, an alle da draußen, wenn ihr meint, ihr könnt euch uns schlagen, dann ist das jetzt natürlich eure Chance. Also nutzt sie auch. Leute, haut rein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das soll schon gewesen sein.